besetzt sind. Bei einem Verkaufsangebot von 5 Millionen Euro schließt er nicht einmal mehr Samenraub aus und fühlt Tobias Steigner auf den Zahn. Ja, ich weiß, die Geschichte klingt ziemlich wild, aber es wäre eine logische Erklärung dafür, wie die DNA meines Mandanten an Frau Müller gekommen ist. Vielleicht hat er doch am Suff mit der Frau geschlafen, willst du jetzt nicht zugeben? Na, das glaube ich nicht. Schauen Sie, Sie sind doch nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freunde. Und unter Freunden sagt man doch die Wahrheit, oder nicht? Na, sehen Sie. Also gehen wir mal davon aus, dass meine Version der Geschichte die wahre ist. Und Frau Müller wurde beauftragt, den Ruf meines Mandanten zu schädigen. Dann müsste man sich doch fragen, warum? Hatten Sie mir nicht erzählt, dass Sie eine beträchtliche Summe geboten bekommen haben für den Verkauf der Firma? Ach, jetzt verstehe ich. Sie wollen mir das Ganze anhängen. Ich will niemandem was anhängen. Ich stelle nur fest, dass durch die Rufschädigung Sie Ihren Willen bekommen würden. Ich meine, mein Mandant wäre doch förmlich zum Verkauf der Firma gezwungen. Klar kommt mir das Ganze entgegen, aber ich mache doch keinen irren Plan. Ich bezahle eine Frau, um meinen Freund und Partner in die Scheiße zu reiten. Naja, aber außer Ihnen würde niemand profitieren und einen Nutzen draus ziehen. Ich glaube, Sie sollten schleunigst gehen. Da muss ich rangehen. Ja, vorerst sind Sie mich los, aber wir sprechen uns noch. Stevens? Hier spricht Frau Benninger. Frau Benninger? Ja, hallo, Herr Stevens. Was kann ich denn für Sie tun? Ist alles in Ordnung? Herr Stevens, können Sie bitte sofort herkommen? Ich habe eine Nachricht auf meinem AW-Index. Was denn für eine Nachricht? Die müssen sich selbst anhören. Das ist ganz seltsam. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Okay, ich komme sofort, ja? Bis gleich, tschüss. Als Alexander Stevens wenig später an der Villa seines Mandanten ankommt, sind neben der Ehefrau und dem Schwager zu seiner großen Überraschung auch Kriminalhauptkommissar Daniel Grunner und ein Beamter der Schutzpolizei vor Ort. Ja, der Marc ist noch Jogger und der macht das immer, wenn der freien Kopf bekommen möchte, manchmal auch stundenlang. Was ist denn hier los? Herr Grunner, was machen Sie denn hier? Hallo, Herr Stevens. Frau Benninger hat mich ebenfalls informiert. Sie hat einen Anruf auf ihrer Mailbox erhalten, die ihren Mandanten belastet, zusätzlich zur positiven DNA-Probe. Ach, Herr Benninger, ich hoffe, Sie freuen sich über Ihr Empfangskomitee. Ja, das kommt ganz drauf an. Also Ihre Frau hat mich angerufen, weil sie wohl eine seltsame Nachricht auf dem AB hat und den Kommissar wohl gleich mit. Was denn für eine Nachricht? Ja, das wissen wir selbst noch nicht, ich bin gerade erst gekommen. Aber schießen Sie doch mal los, um was geht's denn? Ja, die Nachricht von gestern um 23.30 Uhr, hören Sie mal ab. Jetzt will ich mich auch noch erpressen. Jetzt sparen Sie sich mal dieses Theater. Der Anruf ist ja wohl der Beweis, dass Frau Müller keine Lügengeschichten erzählt. Sie hatten freiwillig Sex mit ihr. Was denn für ein Beweis? Clara! Ich würde dir so gerne glauben, aber ich kann es nicht mehr. Also, Herr Kommissar, mein Mandant hat absolut recht. Also, was denn für ein Beweis, bitteschön? Wenn überhaupt, hat sich Frau Müller noch verdächtiger gemacht mit dem Anruf. Und wie gelangen Sie zu dieser Erkenntnis? Das kann ich Ihnen schon verraten. Zufälligerweise habe ich gestern mitbekommen, wie Frau Müller mit unheimlich viel Geld hantiert hat. Geld, das sie vermutlich aus ihrer Lügengeschichte bekommen hat. Und ich habe gehört, wie sie gesagt hat, dass sie wissen, wie es noch mehr Geld gäbe. Vermutlich will sie doppelt abkassieren. Das halte ich für reine Spekulation. Gut, wir können es auch abkürzen. Ich rede einfach mit ihr. Dann finden wir schon die Wahrheit heraus. Das lassen Sie mal besser. Ich werde mich mit der Frau unterhalten. Wir beide gehen. Auf Wiedersehen. Wie Sie meinen. Der Kriminalbeamte und ein Polizeikommissar haben sich auf den Weg zur Adresse von Hartz-IV-Empfängerin Angelina Müller gemacht. Allerdings erhalten sie auch nach mehrmaligem Klingeln keine Reaktion. Frau Müller? Frau Müller? Frau Müller, sind Sie da? Frau Müller, Daniel Grunner, Kriminalpolizei. Ich hatte Sie auf dem Kommissariat vernommen. Die hat jemand erschossen. Sonst ist niemand da.
Die ist schon kalt, ey. Die liegt schon länger da. Das war ein Schuss aus nächster Nähe. Ruf du die Spurensicherung an. Ich brauche hier das volle Programm. Hier sind Fußabdrücke. Die Größe könnte 45 sein. Da fällt mir jemand ein. Sagt es dem. Für den Kriminalhauptkommissar geht es nun nicht mehr um Verleumdung oder falsche Verdächtigungen, sondern um Mord. Unter Verdacht steht Agenturteilhaber Mark Benninger. Sie haben Schuhgröße 45? Ja, so wie zig andere auch, oder? Sie müssen hier nicht aussagen. Will ich aber. Ich hab die Frau nicht umgebracht. Haben Sie ein Alibi für gestern Nacht? Ja, ich hab geschlafen neben meiner Frau im Bett. Das wird uns Ihre Frau dann ja sicherlich bestätigen können. Ja. Naja, es ist so, wir haben uns eine Schlaftablette geteilt. Dann kann ich auch hoffentlich wieder schlafen. Heute Nacht wird es aber nichts mehr. Geht's mir genauso. Dann habe ich wenigstens jemand, der mir Gesellschaft leistet, beim stundenlangen Wachbleiben. Ich habe dann noch eine Schlaftablette. Sollen wir die uns teilen? Ja, das ist eine gute Idee. Das hat Ihnen ja gut in den Kram gepasst. Dann hatten Sie ja genug Zeit, zu Frau Müller zu fahren. Das heißt, Sie haben die ganze Nacht durchgeschlafen? Ja, und mein Mann auch. Aber das können Sie nicht mit Bestimmtheit sagen. Nein, aber ich weiß ganz genau, dass mein Mann kein Mörder ist. Der hat diese Frau Angelina nicht umgebracht. Das weiß ich einfach. Als Ehefrau sind Sie nur leider nicht das beste Alibi. Sie haben sie erschossen. Entschuldigung, Herr Kommissar, dafür gibt es ja wohl überhaupt keine Beweise. Noch nicht. Heute Mittag um 15 Uhr kommt die Mitbewohnerin von Frau Müller. Und die wird uns sicherlich noch ein paar Informationen liefern. Und die Hausdurchsuchung steht noch bevor. Die wird auch Erkenntnisse bringen. Die sind aus der Garage, die habe ich soeben sichergestellt. Wem gehören die Schuhe? Meinem Mann. Was für ein Zufall. An der Sohle ist Blut dran. Schätze, die passen zum Schuhabdruck von Frau Müllers Wohnung. Sieht nicht gut aus für Ihren Mann. Sie sollten jetzt ein Geständnis ablegen. Das kann sich vor Gericht positiv für Sie auswirken. Sau cooler Spruch, Herr Kommissar. Sie sind der Einzige, der kein Alibi hat. Und Sie haben ein Motiv. Entschuldigung. Ja? Das habe ich mir gedacht. Danke für deinen Anruf. Wir haben Schuhe in Ihrer Garage gefunden. Mit Blutspritzern dran. Die Größe passt zu den Abdrücken am Tatort. Und Ihre Frau hat bestätigt, dass es Ihre Schuhe sind. Aber das ist doch Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Ich brauche jetzt kein Geständnis mehr. Ich werde den Staatsanwalt anrufen, der wird mir einen Haftbefehl ausstellen. Sie sind vorläufig festgenommen. Herr Anwalt, bitte machen Sie was. Keine Ahnung, wie das Blut an die Schuhe gekommen ist. Ich weiß. Vermutlich will derjenige, der Frau Müller beauftragt hat, Ihren Ruf zu ruinieren, Ihnen jetzt auch noch einen Mord anhängen. Herr Kommissar, ich bitte Sie. Jeder X-Beliebige hätte in die Garage gehen können und die Schuhe an sich nehmen können und dann wieder zurücklegen. Auch Ihre Ehefrau. Clara, warum sollte die das machen? Ich weiß, sie hat kein Motiv. Aber Ihr Geschäftspartner hat eins. Und genau deswegen knöpfe ich mir den jetzt mal vor. Rechtsanwalt Alexander Stevens ist allerdings nicht der Einzige, der das Gespräch mit Marks Geschäftspartner Tobias Steigner sucht. Ach, Tobias, hi. Hi, grüß dich. Ich wollte mit dir reden, und zwar, hast du gestern meine Nachricht abgehört? Ja, also rein rechtlich kann ich Mark nicht einfach ausboten. Ja, Tobias, aber wie es aussieht, kommt er mal bald ins Gefängnis. Und in seiner Situation weiß er nicht, was für ein Gut und was für ein Schlecht ist. Aber wir beide, wir wissen das. Und wir müssen wirklich dem Makler machen, dass der Verkauf der Agentur das Beste für alle ist. Okay, verstehe, aber lass uns das lieber drin besprechen. Na klar. Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Dass die Ehefrau meines Mandanten und der Geschäftspartner Komplizen sein könnten. Klar. Vielleicht haben die beiden ja die ganze Geschichte eingefädelt, um meinen Mandanten zum Verkauf der Agentur zu zwingen. Ich bin mal gespannt, was die Befragung von Frau Müllers Mitbewohnerin, dieser Mandy Heinkel, ergibt. Immerhin müsste die doch mitbekommen haben, von wem Frau Müller das viele Geld bekommen hat. Entweder von der Ehefrau meines Mandanten, von seinem Geschäftspartner oder vielleicht von beiden? Der Kommissar wollte sie um 15 Uhr vernehmen. Da fahre ich jetzt gleich mal hin.
Den Anwalt interessiert nicht nur die Aussage von der Mitbewohnerin des Opfers. Er ist ebenso gespannt auf die Reaktion des Kommissars, wenn er ihm von seiner verdächtigen Beobachtung berichtet. Ich glaub's nicht, dass Angelina nicht mehr da ist. Das mit ihrer Freundin tut mir leid. Ich muss sie trotzdem fragen, wo sie an dem Abend gewesen sind. Ich war bei meinem Freund. Wäre ich nur bei Angelina geblieben, dann hätte ich ihr irgendwie helfen können. Ja. Sie stören eine Befragung. Ja, aus gutem Grund. Könnte ich Sie mal kurz unter vier Augen sprechen? Es ist wirklich dringend. Ich bin gleich wieder da. Also passen Sie auf. Die Ehefrau meines Mandanten und sein Geschäftspartner wollen meinen Mandanten dazu überreden, seine Firma zu verkaufen. Dabei geht es um 5 Millionen Euro. Ja und? Na, überlegen Sie mal. Die beiden könnten Komplizen sein. Die könnten von Anfang an geplant haben, meinen Mandanten genau an diesen Punkt zu bringen. Sie wollen nur nicht akzeptieren, dass Ihr Mandant jemanden umgebracht hat. Meine Güte. Kann ich trotzdem kurz mit Frau Henkel sprechen? Bitte. Grüß Sie, Stevens, mein Name. Ich bin der Anwalt von Herrn Benninger. Der Name sagt Ihnen was? Ja, das ist doch der Typ, mit dem Angelina was hatte. Aber hatte sie wirklich was mit ihm? Oder hat sie nur behauptet, etwas mit ihm gehabt zu haben, um Geld abzukassieren? Frau Henkel, Sie müssen uns die Wahrheit sagen. Ja, sie hat Kohle dafür bekommen. In Wirklichkeit hatte sie nicht mal was mit ihm. Es war alles nur ein Fake. Und das hat sie mir alles erzählt. Alter, bist du schwer? Oh, mein Gott. Hey, hallo? Bist du noch da? Hey. Oh, total weggetreten. Oh, ja, perfektes Timing. Er ist gerade weggetreten. Ah, ist das sein Sperma? Okay, dann mache ich alles so, wie du gesagt hast. Und danach gibt's die Kohle. Und wer war's? Wer hat sie dazu angestiftet? Das weiß ich nicht. Das hat sie mir nie gesagt. Also entweder die Ehefrau oder der Geschäftspartner. Oder beide. Mhm. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das herausfinden. Aber dazu bräuchte ich Ihre Hilfe. Gut. Nach der Befragung von Mandy Heinkel weiht der Anwalt den Kommissar in seinen Plan ein. Herr Stevens. Ah. Sorry, schneller ging's nicht. Jetzt schießen Sie mal los. Wie wollen Sie rausbekommen, ob der Geschäftspartner oder die Ehefrau die Tote bezahlt haben? Ganz einfach. Mit einem Anruf. So einfach ist es nicht. Oder ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Naja, schauen Sie. Ich werde beim Geschäftspartner meines Mandanten anrufen, während Sie ihn befragen. Okay. Naja, ich werde behaupten, dass ich mit der Mitbewohnerin der Getöteten gesprochen habe. Soweit kann ich Ihnen folgen. Naja, ich werde einfach sagen, dass die Mitbewohnerin gesehen hat, wer ihre Mitbewohnerin getötet hat. Und Sie denken, der glaubt es? Naja, auf den Versuch würde ich es jetzt mal ankommen lassen. Ich meine, anhand seiner Reaktion müssten Sie ja feststellen können, ob er Dreck am Stecken hat. Ein Bluff. Sie und Ihre Ideen. Naja, haben Sie eine bessere? Nein. Na also, springen Sie rein. Als der Beamte wenig später den Geschäftspartner des bislang Tatverdächtigen Mark Benninger befragt, geht auf dem Handy des 30-Jährigen wie geplant der Anruf des Anwalts ein. Könnte doch sein, dass jemand Ihrem Partner den Mord unterschieben möchte. Mit jemand? Meinst du vermutlich mich? Steigner? Hallo, Herr Steigner. Alexander Stevens hier. Herr Benningers Anwalt. Was wollen Sie? Ich wollte Sie nur über die aktuellsten Entwicklungen informieren. So wie es scheint. War im Zeitpunkt des Todes von Frau Müller Ihre Mitbewohnerin anwesend? Ich kann den Täter beschreiben. Dann war es doch hoffentlich nicht Marc. Die Information kann ich Ihnen nicht geben. Und warum erzählen Sie mir das Ganze? Ach, ich wollte Sie nur über die aktuellsten Entwicklungen informieren. Haben Sie vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. Kurz darauf treffen sich der Kommissar und Rechtsanwalt Alexander Stevens auf dem Präsidium. Und er hat wirklich nicht auf einen Anruf reagiert? Null. Der hat Frau Müller nicht erschossen. Sonst hätte er eine Miene verzogen, spätestens als Sie angedeutet haben, dass die Mitbewohnerin den Täter erkannt hat. Oder aber er ist besonders abgebrüht. Ist alles möglich, aber nicht in diesem Fall, der war's nicht. Naja, so oder so, mein Bluff hat irgendwie nicht funktioniert. War ja auch nicht die beste Idee. Also Moment mal.
Sie hätten ja so eine viel bessere Idee. Oder lassen Sie mich überlegen. Nein, Sie hatten gar keine Idee. Weil mein Hauptverdächtiger nach wie vor in U-Haft sitzt. Waren wir uns eigentlich nicht einig, dass zumindest noch eine weitere Person als Täter in Frage kommt? Aber dann haben wir gar keine Verdächtigen mehr. Ob Sie es glauben oder nicht, ich hätte noch einen Bluff auf Lager. Allerdings bräuchten wir die Hilfe von Frau Müllers Mitbewohnerin, dieser Mandy. Na, wenn der genauso gut ist wie Ihr Erster, dann wird es ein langer Abend. Zeigen Sie doch nicht so. In Wirklichkeit haben wir uns doch lieb. Das wird Anje. Ja, das war ein russischer Bekannter von mir, der da drüben lebt und auch gut vernetzt ist. Er wird ein paar Nachforschungen für mich anstellen, während ich hier weiter ermittle. Ja, das ist jetzt der zweite Bluff, mit dem ich versuchen werde, den gefährlichen Unbekannten zu überführen. Ich gebe zu, beim ersten Mal hat der Bluff nicht wirklich funktioniert. Aber diesmal wird's funktionieren. Heute werden wir herausfinden, wer Angelina Müller ermordet hat und das Ganze meinem Mandanten in die Schuhe schieben will. Am Abend fährt Kriminalhauptkommissar Daniel Grunau zur Mitbewohnerin der ermordeten Angelina Müller und überredet sie, für ihn den Lockvogel zu spielen. Haben Sie alles verstanden? Glauben Sie, Sie kriegen es hin? Ich glaube schon. Hier ist die Nummer. Ich wähle für Sie. Die Polizei ist die ganze Zeit dabei. Es kann also nichts passieren. Sie brauchen keine Angst haben. Aber es muss laufen wie besprochen. Bitte schön. Der BMW ist wichtig. Hallo? Hier ist Angelinas Mitbewohnerin. Ich weiß alles. Und wenn es sonst keiner erfahren soll, dann will ich Kohle haben. 20.000. Nee, da will ich mich nicht treffen. Ich bin um 9:30 am Sperberpark, da wo die Potsdamer Straße reinkommt. Ich bleibe im Auto sitzen, im schwarzen 5er BMW. Seien Sie pünktlich, ja? Das haben Sie gut gemacht, aber jetzt wird's ernst. Als Mandy Heinkel zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt wartet, ist sie sehr angespannt. Der Kommissar hat alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das Leben der jungen Frau nicht in Gefahr zu bringen. Schieben Sie die Kohle hier durch. Lockvogel Mandy Heinkel schwebt plötzlich in tödlicher Gefahr. Ah! Polizei, Waffen weg! Waffen weg! Wir rufen Verstärkung. Alles in Ordnung? Ich hatte nur so eine Scheißangst, er wollte mich erschießen. Keine Sorge, selbst wenn er geschossen hätte, das ist kugelsicher. Die Polizei hat extra für solche Einsätze solche Autos. Ja, ich habe den Fahrer nicht erkannt und Sie? Ja, dann verfolgen Sie den doch. Das ist nicht nötig. Herr Stevens hat das Auto erkannt. Die Idee mit dem Bluff war gar nicht so schlecht. Sehen Sie mal, jetzt liegt nur noch das Motiv im Dunkeln. Aber in der Zwischenzeit könnten Sie vielleicht schauen, dass Sie meinen Mandanten aus der U-Haft holen. Mach ich. Ich rufe den Staatsanwalt gleich an. Und danke Ihnen nochmal für die Unterstützung. Die Kollegen bringen Sie gleich heim. Das ist vielleicht ein schwacher Trost. Das bringt Ihre tote Freundin nicht wieder zurück. Aber immerhin haben Sie geholfen, einen Mörder zu überführen. Bringen wir es zu Ende? Bringen wir es zu Ende. Rechtsanwalt Alexander Stevens steht wenig später mit der Polizei bei der Ehefrau seines Mandanten vor der Tür. Ich habe übrigens vorhin eine sehr interessante SMS eines russischen Kollegen bekommen. Das erklärt dann auch das Motiv. Also ich verstehe nur Bahnhof. Sie schon wieder? Was wollen Sie hier um diese Uhrzeit? Erstmal reinkommen. Boah, echt. Was ist denn los? Ja, keine Ahnung. Du schaust dich hier bitte ein bisschen um. Es kann doch wirklich nicht rechtmäßig sein, dass Sie einfach hier reinstürmen und uns belästigen. Also ich will bitte sofort eine Erklärung. Können Sie gerne haben. Wir gehen davon aus, dass Sie und Ihr vermeintlicher Bruder für die Misere meines Mandanten verantwortlich sind. Was? Wie kommen Sie da drauf? Das kann ich Ihnen gerne erklären. Sie beide haben Frau Müller beauftragt, den Ruf meines Mandanten zu ruinieren. Sie haben sogar dafür gesorgt, dass Spuren meines Mandanten an Frau Müller gefunden werden, damit jeder dachte, dass die beiden Sex hatten. Alter! Bist du schwer? Oh, mein Gott. Hey, hallo? Bist du noch da? Hey. Total weggetreten. Ah, ja, perfektes Timing. Er ist gerade weggetreten. Ah, ist das sein Sperma? Also dann mache ich es alles so, wie du gesagt hast. Und danach gibt's die Kohle.
Ich habe diese Frau zu gar nichts eingestiftet. Schatz, da bist du ja. Ja. Warum hast du mir das angetan? Weil sie es nur auf ihr Geld abgesehen hat. Sie wollte sie diskreditieren, damit sie die Firma verkaufen. Und wären sie im Knast schmoren, hätten die beiden ihr Geld auf den Kopf gehauen. Die gesamten 2,5 Millionen Euro. Und Frau Müller wollte doppelt abkassieren. Aber dadurch wurde sie zur Mitwisserin und musste aus dem Weg geräumt werden. Und derjenige, der Frau Müller wirklich umgebracht hat, hat die Schuhe meines Mandanten angezogen, um den Verdacht auf sie zu lenken. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Sie Frau Müller erschossen haben. Meine Mitbewohnerin pennt bei ihrem Typen. Ist nicht da. Hast du die Kohle dabei? Oder willst du, dass die ganze Welt die Wahrheit erfährt? Ey, was soll das? Der Umschlag ist ja leer. Willst du mich verarschen? Ich sage jedem die Wahrheit. Hey, das war nicht so gemeint. Warte, wir können über alles reden. Ich hab was gefunden. War im Kühlschrank. Haben Sie keine Zeit mehr für ein vernünftiges Versteck? Hm? Wer von Ihnen beiden hat versucht, auf Mandy zu schießen? Das kann ich Ihnen sagen. Frau Benninger war's. Hat die Zeit auch nicht mehr gereicht, sich umzuziehen? Also, war alles nur gespielt? Du hast mich nie geliebt? Ach was, Frau Benninger liebt nur sich selbst. Und vielleicht noch ihren wahren Ehemann. Ein russischer Kollege hat mir eine interessante Information geschickt. Ihre sogenannte Frau ist schon seit Ewigkeiten verheiratet. Du bist verheiratet? Mit wem? Ihren Bruder André. Die beiden haben das Ganze von langer Hand geplant. Die haben es nur auf ihr Geld abgesehen. Klar. Ich will dich nie wiedersehen. Unser Stichwort. Sie sind vorläufig festgenommen. Aufstehen. Beide. Aufstehen! Rumdrehen. Ja, wer hätte das gedacht? Da spielt die sogenannte Ehefrau meines Mandanten, meinem Mandanten, eine Ehe vor, zusammen mit ihrem sogenannten Bruder, mit dem sie aber in Wirklichkeit verheiratet ist, nur um an das Geld meines Mandanten zu kommen. Und zum Schluss schrecken beide nicht mal vom Mord zurück. Darauf kann es nur eine gerechte Strafe geben. Und die heißt lebenslänglich. Ja, und was meinen Mandanten angeht, der ist zwar jetzt seine Ehefrau los, aber seine Firma konnte er behalten.